Wie geht's dir noch? Lass mal sterben. Andy! Aha. Was habe ich jetzt getan? Ich bin noch einen Meter vom Eingang, noch ein Kampf. Pass auf. Mal kurz. Und das hinsetzen. Aua. Wir haben doch bestimmt welche Quests, die ich doch jetzt schon.
jetzt teilweise aussieht. Das sieht schön aus. Das ist, dass die alle bei Jägern einfach auch die Ohren bekommen. Ich bin einfach zu Öhrchenvolk. Die müssen sich alle zu Öhrchenvolk machen und dann so kämpfen. Öhrchenvolk an die Macht. So, wir würden jetzt gerne noch zu Sai. Also ich muss gerne hin. Also hier hin, zu Kuh. Es kann aber sein, dass das jetzt zu strong ist. Was ist das hier? Ja, dafür müssen wir hier den Weg runter. Wie es aussieht. Und wieder raus aus der Stadt, ne? Ich finde jetzt erstmal eine Freistadt, damit wir danach später fast traveln können. Aber ich bin da schon im Öhrchenvolk. Ja, das bist du auch. Bleibt auch so. Sollte mal heilen. Und wir laufen jetzt diesen Weg hier runter. Au revoir.
Ist ja gar nichts. Gar nicht Wolf. Kein Junge. Warte. Weil ich hasse diesen Trick. Halli! Was war das denn? Hier sollte ich nicht lang. Sagen wir es mal so. Wie geht alles aufgedeckt? Das gehört generell nicht zum Spiel, oder? Bin ich mal von aus. Das ist einfach nur da. Dann gebe ich eine Stadt ein. Hallo, Blue Dragon! Au! Willkommen. Ich suche gerade einen Ort. Das soll sehr ortig sein, habe ich gehört. Wird die ganze Zeit angegriffen. Das ist nicht so gut.
Ich will nicht kämpfen, Mann. Lass mich einfach gehen. Weil... Und zwei weniger Kämpfe am Tag. Das war cool. Flucht. Palli. Und die Palli-Flucht. Achso, Stufe 45, ne? Da war ja was. Ich glaube, das war der Grund, weswegen wir nicht weitergegangen sind. Immer weg. So, wir waren jetzt schon an vielen Orten. Alle Sachen, die jetzt noch nicht aufgedeckt sind, da können wir noch nicht hin. Ich würde sagen, wir teleportieren uns erstmal irgendwo hin. Keine Ahnung. So, erstmal hinsetzen. Ich muss erstmal Punkt kuscheln. Diese Pon war sehr süß, sie wurde gekuschelt. So. Wir könnten erstmal Throne mitnehmen und erstmal alle Städte abklappern und nochmal schauen, ob wir überall schon alles geklaut haben. Wäre Nummer 1 ist, machen können. Vorne kommt rein statt Agnea oder so. Dann heilen wir kurz. Ein Bett bitte für 202 Geld. Sehr nett. Sehr nett. Danke für das Bett.
Hat mir noch nicht Leute beklaut. Kann mir gleich vorstellen. Gammelfleisch und der Fleisch. Lecky schmecky. Ich euch gut. Bin ich stolz. Wir versuchen außerdem Quest-Item zu stehlen. 6000! Vielleicht besser, wir nehmen mal Partie zu mit und schauen dann, wie viel ein Item kostet? Anstatt es zu klauen. Ob sich das lohnt. Ja, okay. Ich hätte kurz die Option rausgenommen, das wäre ein bisschen doof gewesen. Dann kann ich mir auch Sachen kaufen. Und schau, das hätte jetzt nur 3700 gekostet. Dann kaufe ich lieber das Item. Das bringt mir ja nichts, dann für 6000 Euro meinen Ruf herzustellen. Dann haben wir diese Stadt schon mal fertig. Dann geht's nach Wellheim. Was ist denn hier los? Hallo, Samael! Wir klauen alles! Überall in jeder Stadt klauen wir gerade die Leute. Macht mir sehr großen Spaß. Mir geht es gut, wie geht es dir? Perfekto.
Ist es denn nicht viel mehr Octopath Thief 2? Könnte man auch sagen, ja. Ist auf jeden Fall schon sehr nah dran an das, an das Octopath, was ich davor gespielt habe. Da geht's nicht rein. Ich hätte nicht gedacht, dass es da nicht. Es gibt aber noch einen zweiten Teil hier oben. Gerade mit YouTube Studio rum, mit den visuellen Effekten. Hat jetzt leuchtende Augen. Was? Einfach leuchtende Augen. Mein eines Auge kann auch leuchten. Wenn ich böse schaue. Ha. It's new. Ja, ich habe schon mitbekommen, dass YouTube Studio so ein paar neue fancy Effekte bekommen hat. Das sind süße Katzen auf dem Tisch. Gucken wir mit auf die Decke. Guck mal die Tür, ne? Da ist direkt mehr Platz. Nicht mit der Tür. Ja. Einfach chibi, so mega glowing eyes. Der Verdammnis. Aber ich hab das. Hast du nicht dein Profilbild oder so geändert? Wo man das sehen kann? Oder hattest du das selbst editiert? Da hattest du, glaube ich, auch dein Chibi mit leuchtenden Augen. Hatte ich gesehen. Ah, okay, das ist es von dem Video. Wie ich dachte. Aber schon wieder ein Dungeon da, ne? Okay. Nee? Da stand nichts dran. Dann fahr ich mal hier durch. Atmen, atmen süß. Und schnurren. Und schlafen. Ich einfach nicht. Das ist ja sehr ernüchternd. YouTube Studio ist in der Tat ein umfangreiches Programm, wie ich feststellen durfte. Tja, viel Spaß euch. Das wird schon. Ey, wirklich, ey, wenn ich mal ein 2D-Modell habe. Ich hab einen Katzenhaarmund. Ich gar keinen Bock, das Wasser einzustellen. Wirklich nicht. Hier sind wir auch fertig. Auch PNG bleiben. Einfach 3D bleiben. Manche habe ich schon geklaut, aber wie gesagt, ich möchte ja auch schauen, ob ich noch bessere Items bekomme.
Ich denke, wenn du eines Tages auch zur Idee wechseln solltest, wird sich Bocke freuen, wenn er nicht mehr in Blender rein muss. Das muss auch jetzt nicht mehr. Bocke meinte, deinstalliert Blender wird es nie wieder öffnen. Ja. Also er hat schon Lens installiert, aber er hat Unity nicht installiert, das heißt, es geht nicht. Ich denke, da wird nichts mehr passieren. Und ist süß, leck. Und leckt einfach Mukus Ohren sauber. Von innen. Wie süß! Er kann es ja auch schlecht öffnen, wenn das sie installiert hat. Ja, wie gesagt, Blender hat er jetzt wieder installiert. Oh, eigentlich? Aber wegen Pixel. Hat Pixel was erklärt. Deswegen hat das nochmal installiert, aber Unity nicht. Und du musst dir vorstellen, man tut das zuerst im Blender, macht man alles, dann tut man es in Unity rein, dann macht man da den ganzen Scheiß. Das Ding ist aber, wenn jetzt was geändert werden muss, in Blender, muss das wieder in Blender reinmachen und alles in Unity nochmal neu machen. Und darauf hat Spacke keinen Bock. Genau. Eigentlich hat Spacke generell keinen Bock mehr. Das ist der Clown. Hallo. Das hat 80% Wahrscheinlichkeit. Jetzt gib mir die dumme Streu. Fick dich, Mann. Ah, was ist denn das für einer? Gib mir jetzt dieses dumme Serum. Ich reiß dir den Kopf ab. Junge Mann! Jetzt gib mir dieses dumme Serum doch! Kick die Henne, Mann. Annie wird gefickt? Ja, ja, ja. Also wenn die nicht aufhören, so unverschämt zu sein. Ja, was ist denn das hier für eine Stadt, Annie? Mann? Was ist das für eine Stadt? Dann ist okay, die Chance. Dann hat Katja unbegeistert geschaut. Tut es immer noch. Dann ist alles okay. Muko wollte halt gerade nicht, dass du seine Ohren sauber machst. Ist er nicht beleidigt? Dann würde man dir einen Gefallen tun, sicher. Nur noch ein Unterschied, ob das eine holde Maid ist oder ein Bergaffe, der das tut. Ich meine ja nur. Itadaku.
Und hat es hat, wenn man alleine lebt, okay. Aber selbst wenn ich alleine lebe, will ich doch keinen Berg auf, wenn mein Bett zum Fangen. Jetzt zur Not, dann nimmt man halt mal 30 Euro in die Hand und hat man was in der Hand. Einfach mal eine gute alte Tasche investieren. Taschenlampen sind immer nützlich. Ja, sind sie. So, dann beklaue ich mal alle, ne? Jetzt war es auch in der Stadt.
いただくよ。 Hallöchen, Mana. Ich habe schon gesehen, dass du da bist, musst du nur eben ein gutes Kentis zusammenschauen. Warum denn das? Was hat Kentis wieder Böses angestellt? Überanalysiert und vom Server die Fliege gemacht. Von welchem Server? Von deinem Server? Aber warum? Ich habe wieder zurückgeholt. Perfekt. Ja, der Controller, der wurde schon vor dem Spielen kurz geladen, hat aber wohl nicht gereicht. Kali. Auf der Seite waren wir schon überall, dann gehen wir mal ins Wildingsdorf.
いただくよ。 いただく。 Schön, wie Paddy immer innerhalb der Monate vom Nischenhumor zum Meta-Humor geworden ist. Ja, Paddy ist auch einfach gut. Paddy muss noch weiter spreaden. Paddy ist einfach zu gut. Mehr Palli für alle, Palli. Palli, 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 Palli.
Acker macht ein 2D-Pali-Model, damit ihre Zuschauer ein cooles neues Redeem haben, um Spaß zu haben. Auch Acke, wenn es eingesetzt wird. Och nö! Pali! Darf ich nicht? Darf ich mich nicht beschweren? Und hallo, Leon! Yes. Oh Gott, ein Leon. Ich habe heute Schokostangen Spackelsbiskuit getaucht. War das geil? Halli? Ich werde nie wieder ein Postkarten-Redeem, aber das ist okay. Wie gesagt, Pali kann man nicht für Geld kaufen, Postkarten schon. Dann ist das ja schon sinnvoll. Ich hab schon mal hinein, wenn er zu kommen. Ich dachte, ihr Beta ist aber geil. Yes, Buddy. Doch sehr gut, Buddy. Was hat nicht so viel Schaden gemacht, wie ich dachte. Mal ein TTS Redeem. Was ist ein TTS? Kann ich mich mal aufklären? Nein. Ich würde es hier nicht geben. Aus gutem Grund. Pali. Das ist ganz sauer, deswegen würde es das nicht geben, Pali. Pali, Pali. Könntet ihr jetzt bitte sterben? Sie hält viel zu viel aus. Stopp. こっち。やられた。さあ、行こう。行っといで。
Wie viel hält die bitte aus? Kann mir das bitte mal jemand verraten? Dame, könnten jetzt endlich sterben, Mann. Finstermanta! Endlich. Kaid-Münze. Wird öfters zu begegnen mit Kaids. Warte. Wisst ihr, wie OP das ist? Das ist mega OP. Das ist richtig geil zum Leveln. Heilige Wu, Awu. Führt öfter zu begegnen mit Kaids, also Kaids. Sind leider keine geilen Catgirls, das sind Katzen mit Sack. Und wenn man die, also wenn man die nicht direkt besiegt, flüchten die. Und ja. Aber wenn man sie besiegt, bekommt man sehr viel Geld, sehr viel XP, alles sehr viel. Katzen mit Sack, ja, ist halt so. Was soll ich denn sagen? Den hat Heira, genau. Funny. Das heißt, wenn ich mal leveln muss, kann ich das mitnehmen. Nice. Wenn ich es dann nicht vergesse. Was ich wahrscheinlich tun werde. Pali. Und ist so süß.